Hallo und willkommen zurück zu The Long Dark. Wir gehen da lang. Ich weiß nicht, wo sind sie? Ich habe sie nicht gesehen. Okay. Hier hinten wollten wir uns noch umschauen, ne? Hier sind wir jetzt ja gewesen. Und danach geht es dann auch wieder auf die andere Seite. Da sind sie. Oha. Doofe Idee. Also ja, kann man auch versuchen, aber... kann auch daneben gehen. Kann, muss nicht. Okay. Da ist das Reh, ne? Oder der Hirsch, ich weiß nicht genau. Da war ein Hirsch lag da. So, dann gucken wir uns hier am Rande nochmal um. Ich bin der Meinung, dass hier nicht wirklich viel los ist. Habe ich das schon angezeichnet? Ja. Das ist offensichtlich. Na, warte mal, lass mich erstmal da hoch. Vielleicht führt ja von hier auch ein Baumstamm rüber. Ich weiß es nicht. Muss noch mal gucken. Ich kann einfach noch nicht rennen. Ich schlepp viel zu viel mit mir rum. Guten Tag. Ach. Ah, okay. Wir schauen gleich mal. Vielleicht ist das sogar so. Vielleicht ist das sogar so. Ja, man muss aber vorsichtig sein hier. Das sieht schon ein bisschen holperig aus. Ah, okay. Was ist das? Bartflechte. Eine Bartflechte. Die brauche ich jetzt nicht. Ich finde die ehrlich gesagt... also ja, so für Notfall ist das schon ganz gut. Vor allem, wenn man es weiß. Also die Bartflechten kann man halt Verbände daraus herstellen. Nur falls das jetzt jemand nicht wissen sollte. Aber richtige Verbände sind schon besser. Ist nicht da drüben... ja doch, da. Da ist doch die Brücke. Hier sind wir doch gewesen, oder nicht? Das ist ja was. Das ist ja was. Dann holen wir das vielleicht doch noch lieber nach. Und dann gehen wir vielleicht eher hier runter, oder? Würde ich sagen. Oder gehen wir erst hier runter, gucken, ob sich das überhaupt lohnt. Sieht so steil aus. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier nicht wieder hochkomme, ehrlich gesagt. Nee,
Aber ich komme hier nicht rüber. Da brauche ich gar nicht runtergehen. Ja, der Baumstamm war, glaube ich, auch mehr in der Richtung, ne? Ich weiß es jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt. Vielleicht, ich habe es ja gar nicht ausprobiert. Manchmal sieht es auch nur so aus, als wenn du da lang kannst. Und dann führt aber gar kein Weg lang. Nee, dann, dann nicht. Dann machen wir das nicht. Mal kurz gucken, aber... Da können wir nicht lang. Okay, gut. Dann gehen wir nochmal unten lang. Okay, das windet. Oder wir finden hier was. Ich glaube, ehrlich gesagt, man findet hier überhaupt nichts zum Rübergehen. Ach. Hier ist schon das Wasser. Nee. Hier kommen wir nicht weiter. Und hier gibt es auch nicht sonderlich viel zu entdecken. Ja, ist okay. Sind wir da oben drauf? Waren wir da schon? Ich glaube nicht, ne? Ja. Was war das? Was war das? Oh, Gegenwind. Gegenwind. Komme ich überhaupt drauf? Okay. Vielleicht an einer anderen Stelle. Vielleicht wieder drauf. Also da. So da. This stuff will come in handy. Oh, alles, ne? Ja, können wir mitnehmen. Es ist eigentlich sowieso egal. Ich bin eh überladen. Oh Gott. Ich hoffe, der Wind dreht sich jetzt nicht. Es ist schon bald der halbe Tag vergangen.
Ja. Okay, dann gehen wir erstmal zurück und schauen uns das Kletterseil an. Das machen wir, glaube ich, nicht mehr heute. Also bei dem Wind meine ich. Ich weiß auch nicht, das ist ja doch ein Stückchen weg gewesen. Ich bin bestimmt K.O., wenn ich da angekommen bin. Wie weit war das denn überhaupt auseinander? Wo ist denn dieser... Das ist das Umspannwerk? Stelle. Ja. Das ist schon eine kleine Ecke. Komme ich hier weiter? Ah ja. Diese wunderschöne Brücke. Das bei dem Wind, ey. Ja. Okay. Schauen wir uns auf dieser Seite jetzt den Rest an. Und ich weiß nicht, auf welchem Wege wir dann auf die andere Seite wiederkommen. Wir werden sehen. Jetzt komme ich hier irgendwo gleich rein, ne? Jetzt irgendwo hoch. Sind wir nicht hier rausgekommen? Ja, da brauche ich doch noch nicht rein. Ich gehe erstmal bis zum Ende. Nee, noch nicht. Bin zu schnell. Oh, nein, nein, nein. Nicht von vorne. Lauf ich doch da rein? Köpf! Voll gemein. Voll gemein. Geht's da auch noch hoch? Wo bin ich denn gekommen? Von da, ne? Und da hinten, da ist schon gar nichts mehr. Habe ich das hier schon versucht? Da ist ein Stöckchen. Wenn da ein Stöckchen ist, dann sollten wir auch da hochkommen. Aber ich nehme mal ganz stark an, dass mir das gar nichts bringt.
Wissen tut man das ja nicht, ne? Achso, okay, hier können wir raus. Ja. Oh Gott. Das ist eine gute Idee, war. Hier ist warm. Das ändert sich bestimmt gleich. Das ist bestimmt nur, weil die Felsen hier so dicht aneinander liegen und der Wind nicht so richtig durchkommt. Nicht? Tja. Das ist ein warmes Lüftchen. So. Müssen wir da noch weiter durch? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ne, wir sind hier nicht weiter durchgekommen, ne? Wir müssen hier hoch. Bin ich der Meinung. Ja, klettern wird halt auf jeden Fall nichts, aber bis wir da sind, dauert das glaube ich auch noch. Und hier oben gab es glaube ich auch noch irgendetwas zu sehen. Da war glaube ich noch ein Weg, wo man lang konnte. Achso, ja doch. Genau, von da sind wir gekommen und ich glaube, hier konnten wir auch noch lang. Ich weiß nicht, ich bin auch der Meinung, irgendwo ist hier eine Höhle. Ach. Toll. Ja, macht auch Sinn. Da war doch auch eine Höhle, oder nicht? Ist das nicht so gewesen? Ja. Ich wollte gerade sagen, das Wetter bessert sich, aber ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob das wirklich so ist. Gut, dann gehen wir hier wieder zurück. Nee, ich brauche nichts. Mir geht's gut. Ich muss das erstmal alles verbrauchen. Wenn wir hier durch sind, dann geht's ja noch weiter. Dann geht's ja erstmal. Ich weiß gar nicht, wo wir danach hingehen. Zurück ins idyllische Tal vielleicht. Ist auch die Frage, nehmen wir dann noch ein bisschen was mit oder. Ja, doch, doch, doch machen wir. Ich bedenke da beim Flughafen, ey. Das war ja nicht so pralle.
Los geht's. War schön vorsichtig. Ich bin ja seit meinem kleinen Unfall, okay, super. Doch etwas misstrauisch. Okay, jetzt hier weiter. Wie sie auch einfach mal so locker da drüber läuft, ne? Naja. Okay. Ich bin immer gespannt beim Kletterseil. Ich weiß nicht. Entweder habe ich was vergessen oder es wäre tatsächlich neu für mich. Und warum so schwerfällig? Ja, wir machen jetzt auch noch ein bisschen. Jetzt haben wir auch nicht so viel Neues entdeckt, wobei das mit dem Klettern werde ich heute wohl nicht mehr schaffen. Ich werde vielleicht mich beim Wohnwagen ausruhen. Da sind die Vögel. Wo geht's denn hier weiter? Da. Hatte ich ihn hier schon? Wie es die Ohren gespitzt hat. Das weiß ich gerade gar nicht. Ja. Ich nehme es einfach mit. Wir brauchen es eigentlich nicht, aber irgendwann sind unsere Vorräte ja auch aus. Wobei, auch dann wäre es nicht so schlimm, weil wir ja noch andere Gebiete haben, wo wir plündern können. Im idyllischen Tal zum Beispiel, würde ich jetzt behaupten, findet man auch gut Ressourcen. Mittlerweile. Eine Zeit lang war das nicht so pralle. Und wenn ich da... Ich weiß gar nicht, was kommt denn danach? Der Rätselsee? Nee. Trostloses Marschland, ne? Nee, auch nicht. Das sind ja die Bianchien. Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Schlagen und schon irgendwie durch.
Das ist aber nicht das Kletterseil, wo ich hoch wollte, oder? Oder doch? Ha! Aber sowas von. Okay, das Kletterseil hat sich erledigt. Das ist abgearbeitet. Was ich jetzt nur nicht verstehe, so bin ich ja nicht hochgekommen, oder? Oder bin ich hier jetzt gerade falsch? Ne, das ist die Stelle. Ich will so nicht runter. Da muss ich zu viele Sachen zurücklassen. Das ist doof. Aber die Stelle hier kennen wir noch nicht. Ich hätte ganz gerne eigentlich den Weg, den ich vorher genommen habe. Der muss ja irgendwo sein. Wie bin ich denn hier hochgekommen? Das Kletterseil haben wir doch gar nicht genommen, oder? Bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. Nee, ich bin viel zu schwer. Was essen. Das sind auch um 52%. Ja, das ändert aber nicht großartig was. Ich werde dadurch nicht leichter. Aber wo bin ich denn hier hochgekommen? Wie war denn das? Das ist echt nicht mehr, was wir zu übersehen haben. Nun gut, ich werde auf jeden Fall die Höhle dann hier nehmen zum Übernachten. Und ich bin mir noch gar nicht sicher, ob ich mich schon hinhauen will. Eigentlich nicht. Nicht wirklich. Lauft! Oha. Ach, sie sind schon knuffig. Die kleinen Hobbels. Ich weiß, aber dafür haben wir jetzt noch keine Zeit. Nicht wirklich. Allerdings ist der Part auch schon ganz schön lang. Ja, das sieht nicht gesund aus, wenn ich da lang gehe. Hier war aber irgendwo vorne auch eine Stelle, wo ich dachte, vielleicht kommt man da auch so runter. Bin ich mir jetzt gerade nicht. Nee, ich glaube, das wird wohl eher nichts. Ja?
Ja, das könnt ihr vergessen, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Tja, ich habe es mir jetzt dummerweise auch nicht gemerkt. Aber wenn ich hier hochgehe, dann bin ich ja viel zu weit drüber auf jeden Fall. Ist hier nicht der Bär? Ist alles viel zu tief. Na gut, ich würde sagen, ich suche mir meinen Weg. Ansonsten nehme ich gleich hier die Höhle. Und im nächsten Part, ja, schaue ich dann nochmal von der anderen Seite, was es da mit dem Baumstamm auf sich hatte. Das haben wir uns ja auch noch nicht angeguckt, ob man da irgendwie dann auf die andere Seite auch kommen könnte. Ansonsten müssen wir wieder über die Brücke. Das wäre dann so. Mehr gibt es hier, denke ich, dann auch erstmal nicht zu sehen. Würde ich sagen. Alles klar, dann danke ich fürs Zusehen. Tschüss.